das Logistikzentrum der Post in Wolfurt. Seit 2 Uhr früh werden hier mit Sattelzügen Pakete angeliefert. In 2 Schichten beladen dann bis 8.30 Uhr Paketzusteller ihre Wagen, um im Anschluss die Tagestouren zu fahren. Jetzt sind Pakete mehr Ware und größer. Wie viel sind es heute? Heute sind es 270. Ich komme ungefähr 5:30 und um 7:30 bin ich raus. Dann bis 3-4 Uhr Nachmittag arbeite. Wie viele Pakete sind es heute? 230. Auch Daniel Lenz ist seit 19 Jahren Paketzusteller. Das Geschäft hat sich verändert. Die Zustellung selber ist eigentlich leichter geworden. Man darf mittlerweile viel abstellen. Die Kunden wünschen das so. Es ist schon relativ verdichtet worden. Wenn früher ein Zusteller durch Wolf gefahren ist, sind wir heute zu 40. Und das ist auch notwendig, ist doch das Online-Shopping-Geschäft seit Corona massiv gestiegen. Und jetzt steht noch Weihnachten vor der Tür. Es sind jetzt bei mir in der Zustellbase momentan ca. 16.000 Pakete. Und das Ganze steigert sich bis Weihnachten 21.000 bis 22.000 Pakete pro Tag. Jetzt beginnt Daniel Lenz mit seiner heutigen Tour. Sein Zustellgebiet, der Großraum Wolfurt. Wie viele Päckchen kriegen denn ihr so jeden Tag im Schnitt? Von 2 bis 15, 18, 20, je nachdem. Zigaretten, teilweise private. Manchmal, wenn ich es auch nicht kriege, dann nachher suche ich halt im Internet. Aber inzwischen klappt es mit der Post ganz gut. Mit dem Zusteller sowieso. Früher hat es eine Weile größere Probleme gehabt, aber jetzt haben sie es wieder im Griff, Gott sei Dank. Ich krieg schon wieder ein Päckchen. Ist nicht schön. Ja, guckst du Unterschrift? Schon wieder hier brav die Lebenszeit. Das ist ein Spezialgerät. Mit dem kann man Holzschütter, Spriesel machen. Das muss man noch sauber schleifen. Und dann gibt es da natürlich noch eine spezielle Situation: das Verhältnis Paketzusteller und. Bei Daniel Lenz läuft das in diesem Fall entspannt ab. Du traust wenigstens hin. Ja, da hört es besser brav hin. Für Daniel Lenz geht seine Pakettour heute noch bis 16 Uhr. Und morgen früh um 5:30 beginnt alles wieder von vorne.